Geschichte ist nicht die Darstellung der Vergangenheit, da es diese an sich für uns nicht gibt. Geschichte entsteht vielmehr nur dann, wenn eine bestimmte, in unseren Blick genommene Vergangenheit der Gegenwart bewusst wieder zur Anschauung gebracht wird. Das geschieht hauptsächlich in den Erzählungen der Geschichtsschreibung. Durch sie wird Vergangenheit als sinnhaltiges Geschehen erkennbar, das die Gegenwart begreifen und aus dem sie Orientierung finden kann. Geschichte ist also immer nur ein begrenzter Ausschnitt aus der prinzipiell unendlichen Vergangenheit, und zwar jener Ausschnitt, der für Gegenwart und Zukunft von Belang ist. Wir müssen uns also auf den Fluchtlinien bewegen, die von der Gegenwart in die antike Vergangenheit und zurückführen, dann sind wir in der Lage, Vergangenheit als Geschichte zu begreifen. Und Geschichte wird dadurch zu einem Teil der Gegenwart. Der Historiker kann deshalb seine Geschichte als deutende Erzählung immer nur im Hinblick auf sein Publikum finden. Die erste Frage, die historische Arbeit begleiten muss, lautet demnach: Wen interessiert das? Was ist das Interessante, Belangvolle und Sinnhaltige an einer Geschichte? Für den Historiker geht es mit anderen Worten darum, gegenwärtige Probleme und Vorgänge in einen aufschlussreichen Zusammenhang zu bringen mit geschichtlichen Befunden. Die Vergangenheit, mit der wir uns hier beschäftigen wollen, ist die des Weltreichs der Römer. Bezugspunkte, die sich mit Blick auf dieses Thema in der Gegenwart aufdrängen, sind die Weltmachtstellung der USA und das Zusammenwachsen Europas zu einer globalen Macht. Zunächst also zu Amerika und Rom. Aufgrund der weltpolitischen Veränderungen seit 1989 wird immer wieder darüber diskutiert, wie wir die Entwicklung der Vereinigten Staaten zu einer globalen Machtstellung als ein zentrales Geschehen der Moderne und der Gegenwart zu verstehen haben. Könnte dies nicht in der Entwicklung der römischen Weltmacht einen historischen Bezugspunkt besitzen? Was also ist dem historischen Vergleich für die gegenwärtige Weltmachtbildung bzw. für die globale Machtkonstellation zu entnehmen? Peter Bender, der von Hause aus Althistoriker und ein gebildeter Journalist war, konnte in einem klugen Buch überzeugend nachweisen, dass die römische Expansion in republikanischer Zeit viele Parallelen aufweist zu dem Weg, auf dem die USA in ihre einzigartige Weltstellung gelangten. Bei allen Unterschieden, die Bender zu Recht nicht ausblendet, befinden wir uns nach seiner Rekonstruktion heute in einer historischen Situation, die derjenigen Roms im ersten vorchristlichen Jahrhundert vergleichbar ist. Damals war der griechische Osten definitiv in Roms Machtsphäre einbezogen worden. Rom hatte damit und Amerika hat heute die größte Macht in der Welt. Aber am Ende der Republik übten die Römer und üben die Amerikaner heute nicht die Herrschaft aus über ein Imperium. Dieser Schritt zur imperialen Herrschaft vollzog sich in Rom erst durch das Prinzipat des Augustus. So gesehen stünden die USA heute erst am Anfang eines weiteren Weges. Ob sie sich dessen bewusst sind und ob sie ihn beschreiten werden, ist durchaus unsicher. Und ob auch dabei, wie bei der Schaffung der inneren Verfassung der USA vor mehr als 200 Jahren, Rom der historische Spiegel werden wird, können wir nicht voraussagen. Die Diskussion darüber hat aber vor einigen Jahren begonnen. Robert Kagan, der Sohn eines Althistorikers und einer der intelligentesten Kommentatoren der amerikanischen Außenpolitik, spricht offen von den Erfordernissen der amerikanischen Supermacht an die globale Politik. Ein anderer in Harvard lehrender Historiker, Niall Ferguson, geht noch einen Schritt weiter und geißelt in seinem Buch Colossus, das verleugnete Imperium, die Verantwortungslosigkeit der Amerikaner, die sich demokratisch-liberal nennen, die vor der historischen Aufgabe,
ihres Landes die Augen verschließen. Gewiss, dazu gibt es begründeten Anlass durch die Art und Weise, wie amerikanische Regierungen in der jüngsten Vergangenheit ihren Auftrag in praktische Weltpolitik umgesetzt haben. Ferguson ist jedoch mit guten Gründen der Auffassung, dass es zu der unipolaren Machtkonstellation nur die Alternative einer apolaren gebe, einer Art Dschungel der Macht mit von niemandem wünschbaren Konsequenzen. Der historische Bezugspunkt Fergusons ist das British Empire, er könnte aber ebenso gut auf das römische Imperium geschaut haben. In jedem Fall kann uns das Imperium Romanum der Kaiserzeit auf einige Voraussetzungen hinweisen, die dazu geführt haben, dass die Völker der alten Welt die Vorherrschaft einer Supermacht auf Dauer akzeptieren konnten. In den Blick kommen dann bestimmte Wesenszüge des römischen Weltreichs, die sich auch auf einen anderen zentralen Wandlungsprozess der Gegenwart beziehen lassen, das Zusammenwachsen Europas zu einer neuen Einheit. Dabei wäre es die Aufgabe der Europäer, die billige und nicht selten heuchlerische Kritik an der amerikanischen Politik beiseite zu lassen und sich auf die gemeinsam zu lösende Frage zu konzentrieren, wie es weitergehen soll in der globalen Politik.